Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Retro Minecraft. Ach ja, da fehlt doch was. Und zwar das hier. Du, 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 du. Oh Mann, schöne Musik. Und wir sind zurück. Schade, dass man die GUI hier noch nicht ausschalten kann. Kann man doch nicht, oder? Nee. Oh, wir spielen mit 42 FPS. Huhu. Und viel zu wenig FPS. Ein Baum. Ein Wunder. Oh, schöne Musik. Ich mag Musik. Oh, und wir schauen uns den Sonnenuntergang an. Ja, das heutige Thema lautet die Pannen der russischen Raumfahrt. Ja, okay, passt jetzt gerade überhaupt nicht. Und bevor wir mit dem Thema anfangen, hacke ich hier nochmal die beiden Bäume ab. Oh Mann, die Musik ist echt, das ist echt schön mit der Musik im Hintergrund. Und ich höre die gerade noch deutlich lauter als hier auf den Ohren. Es ist entspannt, nur um kurz nach 1 nachts ist es ein bisschen einschläfernd. Also wenn ihr gleich so ein hört, dann wisst ihr, was passiert ist. Würde ich nicht rausschneiden, also wenn ich jetzt hier einschlafe, dann würde ich das als 20 Stunden Special online stellen. Und was mache ich hier überhaupt gerade? Ich würde sagen, bauen wir den Turm weiter. Bam, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und was ich auch noch sagen würde, ist, dass wir noch mehr Cobbles brauchen. Ja, so zum Thema komme ich gleich. Zuerst wieder über Minecraft labern. Und ich glaube, wir können bald in der Höhle gehen, ein bisschen Cobbles farmen einfach nur. Und den Turm würde ich hier gerne von außen zumindest ringsrum beleuchten, dass er uns auch immer den Weg leitet. So. Also zumindest unten. So, was ich jetzt noch machen muss, sind ein paar Leiter natürlich. Und natürlich wieder zu wenig. So. Damit sollten wir schon mal ein bisschen wieder was schaffen jetzt. Nee, du kommst hier nicht rein. Scharf, dafür habe ich die Tür reingebaut. So. Die nächste Etage. Noch mehr schöne Musik. Och, das ist aber entspannend. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo muss die nächste Etage hin? Das ist ja jetzt quasi das Doppelfenster. Das heißt nicht doppelt. Ne. Da wo die nächste Leiter hinkommt. Das heißt eins höher. So. Machen wir es so. Zack. Und hier kommt jetzt die nächste Etage hin. Oh Mann, die Musik, das finde ich so toll einfach. Könnte ich jetzt tausendmal sagen, aber ist echt so. So, so. So, so, so. Das Thema kommt gleich. Keine Angst, aber. Yay, wir sind alle froh. Haben uns lieb. Ja. So. Ich habe Schüsse ganz runterzufallen. So. Oh. Genau das meinte ich. Dumm, dumm.
Und jetzt hier noch. Ja, das Thema russische Raumfahrt hatte ich mir mal rausgesucht, weil die ja jetzt momentan immer wieder in den Schlagzeilen steht. Und das nicht so sonderlich positiv. Denn da gibt es immer mehr Pannen momentan. Es kam jetzt schon, ich glaube, das war jetzt der zweite. Auf meine schlauen Seite gucken. Also es sind jetzt schon mehrfach Trägerraketen abgestürzt. Oder, also zwei habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Und die ISS sollte angehoben werden. Jetzt habe ich gleich noch mehr zu. Und ist bisher alles gescheitert. Also zum ersten Mal, was ich mir jetzt als erstes rausgesucht hatte, ist, dass eine Trägerrakete mit einem Satelliten an Bord war. Ich glaube, das war Ende April oder so. Oh ne, das war eine andere Versorgungsrakete. Also das ist jetzt noch was anderes schon wieder. Ich glaube, das war jetzt ziemlich genau. Also auf jeden Fall aufgrund von irgendwelchen Motorproblemen abgestürzt. Und das große Problem dabei ist einfach, dass bei der Rakete einige Tonnen, also bis zu 10 Tonnen giftigen Treibstoffs an Bord waren, der jetzt in die Natur gekommen ist. Und was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass die Natur in der Region, wo die Rakete abgestürzt ist, für ihre Unberührtheit bekannt war. Das heißt also, sehr schöne Natur, unberührte Natur, die jetzt dadurch wahrscheinlich zerstört wurde. Es ist noch nicht klar, ob es da jetzt Schäden gibt oder so. Aber was klar ist, ist halt, dass so viel giftiger Treibstoff an Bord war. Und ich meine, wenn er da jetzt in die Natur gelangt ist und wenn die Pflanzen und allem jetzt giftigen Treibstoff ausgesetzt sind, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass es halt Schäden, dass die Pflanzen halt Schäden davon tragen. Und eine weitere Panne war eine Versorgungsrakete Ende April, die halt Güter zur ISS transportieren sollte. Die war abgestürzt, hat man glaube ich auch in den Medien mitgekriegt. War auch aufgrund von Motorproblemen, meine ich, dass sich da wieder was nicht eine Raketenstufe nicht abgetrennt hat oder so. Und dann gab es noch einen Zwischenfall. Das war schon im Juli 2013. Da ist eine Rakete mit mehreren Satelliten an Bord schon kurz nach dem Start auch abgestürzt. Und da sollte man sich jetzt fragen, ob die russische Raumfahrt da noch so sicher ist. Oder ob die eher nicht mehr so sicher ist, vor allen Dingen, wenn man halt immer mehr von solchen Sachen hört. Schon wieder eine Rakete abgestürzt und schon wieder eine Rakete abgestürzt. Also momentan eine russische Rakete ins All fliegen, würde ich nicht. Es wurden jetzt auch alle Starts von diesen Trägerraketen, die da betroffen waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie genau da die Bezeichnung für war. Waren das M-Träger-Raketen oder so? Habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall wurden halt alle Starts davon bis auf weiteres erstmal gestrichen. Aufgrund diesen vielen Problemen halt. Da muss ich sagen, das finde ich schon richtig, dass man das gemacht hat. Aber ich finde es halt schon krass, dass es halt so oft passiert ist und dass da bisher ja noch kein Fehler gefunden wurde. Und was jetzt als letztes in den Medien war, war, dass das Anheben der ISS um 2,8 Kilometer ebenfalls gescheitert ist. Darunter können sich jetzt viele wahrscheinlich nichts vorstellen. Also es ist so, dass die ISS in einem Abstand von, ich glaube, 400 Kilometern zur Erdoberfläche im Orbit sich bewegt. Und aufgrund von der Gravitation, die da halt immer noch wirkt, wenn auch nur sehr leicht, wird die halt mit der Zeit immer wieder näher an die Erdoberfläche herangezogen.
Und dann ist es halt eine ganz gewöhnliche Prozedur, die alle paar, ich weiß nicht, ob es ein paar Monate ist oder so, stattfindet, dass man halt die Kilometer, die wieder näher an die Erde herangezogen würde, ausgleichen muss. Mithilfe von irgendwelchen Triebwerken, die da dran sind. Und das sollte halt diesmal wieder russische Ingenieure übernehmen. Und was da passiert ist, ist ganz einfach, dass ja, die Motoren nicht funktioniert haben, also mal wieder Motorprobleme bei Russland. Das war auch der Grund, warum diese Trägerraketen, ich glaube, das war bei fast allen oder sogar bei allen Trägerraketen der Grund, dass es da Motorenprobleme gab. Und da muss ich schon sagen, wenn es ja da jetzt wirklich bei allen Sachen, die Russland angeht, momentan Motorenprobleme gibt, dass man da immer noch keinen Fehler gefunden hat. Und ich meine, das erste war schon im Juli 2013. Und ich meine, es ist Raumfahrt, da sind Ingenieure beteiligt, die haben was drauf. Und die sollten das alles auch eigentlich können. Und dass sie das nicht hinkriegen, das war jetzt für die Ingenieure, dass die das jetzt noch nicht hingekriegt haben, dann den Fehler zu finden, das finde ich schon ein bisschen krass. Und, also wie gesagt, mit einer russischen Rakete ins Weltall, nur um Astronaut zu werden, würde ich momentan, nee, nein zu sagen, also. Nach den ganzen Abstürzen und so ist mir das Risiko da doch echt zu hoch. Aber ich meine, ich will ja jetzt auch nicht schlecht reden, aber es ist halt schon komisch, dass es halt so oft passiert ist bei einer russischen Raumfahrt, dass da Raketen ja abgestürzt sind. Und vor allen Dingen war es bei fast allen, wenn nicht bei allen, dass es Motorenprobleme gab. Und ich meine, wenn man das in ja gut 2 Jahren, ja, gut 2 Jahre nicht hinkriegt, da den Fehler zu finden und den ist da echt jetzt. Echt jetzt? Bist du. Das gibt's doch nicht. Dann baue ich mir hier Felder an und dann kommt da trotzdem Schafe. Er wollte mich alle verarschen. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Gibt's doch nicht. Also irgendwie fühle ich mich gerade vom Spiel verarscht. Dann habe ich das jetzt schon extra so abgeschottet gemacht und dann sowas. Natürlich keine Samen mehr da. Ey, gibt's doch nicht. Ich ernte jetzt erstmal ab, damit ich ein paar Samen habe, wenigstens. Ja, guck mal, die ganzen Felder zerstört. Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du was? Den hier lasse ich jetzt mal. Damit ich einen breiteren Weg habe. Anders wird's ja gerade nicht. So. Und hier kommt wieder Feld hin. Ja, da muss ich jetzt aber nicht echt immer aufpassen, dass da nichts passiert. Was ein Kack. Okay. Gehen wir da raus. Die packe ich mal hier rein. Genauso wie eben das Weizen. So. Mache ich nochmal eben ein paar Bäume. Jetzt ist mein. Okay, Timer läuft noch. Dachte jetzt schon. Dubdidu, ich wollte eigentlich Holz hacken noch. Jetzt bin ich auch komplett aus dem Thema raus, aber ich glaube, wir waren auch soweit durch. Ja. Also, ihr könnt ja mal, falls ihr das jemals finden solltet, in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Und, ja.
Musik, das ist echt. Oh, ich bin so. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin so stolz auf mich, aber. Ich bin so stolz auf mich. Das sollte die spawnen. Also ich glaube, wir sollten. Ich muss mal kurz hochgehen. So. Dach ist. Da kann jetzt letzte Etage drauf und dann können wir ein Dach bauen. Wobei ich da noch nicht weiß, wie das genau aussehen soll. Wir haben ja eh weniger Möglichkeiten als irgendwie in neuen Minecraft-Versionen. Da ist schon wieder der Timer zu Ende. Heißt, die Folge geht jetzt auch im Ende entgegen. Joa, dann. Das kriegen wir fertig. Da können wir gleich auch ein bisschen Cobblestone farmen. 12 könnten reichen, müssen sie aber nicht. Warte mal. 3, 4, 8, 10, 11, 12, 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 20. 15, 18, so, das sollte reichen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich hatte ich die jetzt eh schon fertig oben. Nee, doch nicht, okay. Alles gut. Okay, dann gehen wir erst hier hoch. Jetzt habe ich vergessen, mir eine Leiter zu machen. Das heißt, machen wir erstmal so. Und so. Und so. Also das möchte ich noch eben fertig kriegen hier. Jawohl. Cobbles haben wir noch, also nicht mehr viel leider. Das hier ist jetzt, glaube ich, am besten an die oberste Etage. Lasse ich erstmal offen. Muss ich eh noch schauen, wie ich das mache. Warte, die Pfeiler hier gehen sowieso hoch. Das ist auch kacke. Wie richten sich hier Treppen aus? Wäre mal gut zu. Scheiße. Okay. Dum dum. So. An Leitern sollte das, glaube ich, reichen. Gibt es Cobblestone-Treppen? Ich glaube ja, 4 Stück. Probieren wir einfach mal aus. Leiter probieren wir mal aus. Und danach werde ich die Folge noch beenden. Scheiße, noch eine. Bist du? Nein, das mache ich jetzt nicht. Mann! Okay, die Folge hier wird etwas länger. So. Ich wollte doch nur das mit den Leitern ausprobieren. So. Das Problem ist, sie richten. Keine gute Idee. Dann würde ich sagen, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, und wir haben kein Holz mehr, so hoch, hier drauf kommt das Dach, und Fackeln kommen hier dran. Als oberste Etage haben wir das dann so fertig. Hier müssen noch Fackeln hin.
Und Sand müssen wir auch bald haben. Oh Mann, wir haben noch viel vor. Dann würde ich sagen, mit dem Lied endet das Ganze jetzt hier. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.